Forbes, look, Mama, I made it to Forbes. Jo Leute, und einen wunderschönen guten Abend, zumindest bei uns jetzt Abend. Da sieht man es. Genau. Ja, wir haben heute mal ein Thema, was eigentlich wirklich noch viele, glaube ich, interessiert. Auch wenn es schon etwas älter ist, was meiner Meinung nach. Was wirklich immer im Stream aber eigentlich es ist wirklich Thema ist. Alltäglich, ja. Muss man echt dazu sagen, es ist alltäglich. Und zwar geht es um den Konsolenkrieg Xbox gegen Wii U. Sony gegen Microsoft, also die großen zwei halt einfach der Konsolengeneration. Genau, also eigentlich geht es wirklich um Xbox One und PS4, ja. Weil das die aktuellsten Konsolen sind. Und wir wollten einfach mal drüber reden und sagen, wie unsere Meinung oder warum bin ich jetzt hauptsächlich Xbox-Spieler, besitze ja auch eine PS4. Und eine Wii U, also alles. Ich habe wirklich Wii U, PS4, Xbox, PC, eigentlich alles durch die Palette. Aber warum bin ich immer noch Xbox treu geblieben und warum ist der Philipp eben, ich PS4 bin, treu geblieben? Das finde ich auch relativ schade, weil wir doch relativ gut befreundet sind. Wir sind eigentlich fast, kann man eigentlich echt sagen, jeden Abend irgendwie im TS und ja, labern noch kurz. Ja. Und dass wir dann zwei verschiedene Konsolen haben, ist halt einerseits schon echt traurig. Das finde ich auch teilweise echt nur scheiße. Ich überlege mir auch schon jetzt, demnächst mal eine Xbox zu holen. Es gibt zwischen den zwei Konsolen eigentlich keine Unterschiede, außer die Community und den Controller. Das ist für mich so. Die Server. Und Exklusivtitel. Ja, die Exklusivtitel, muss man aber sagen, ist für PlayStation. Ich finde, PlayStation hat geilere den Vorrang bei Call of Duty. Der für mich persönlich wirklich auch eigentlich geil wäre. Ja, wenn das jetzige Call of Duty nicht so schlecht wäre. Genau. Ja. Aber bei Black Ops 3 zum Beispiel war es ein großer Vorteil, muss man so sagen. Bei Black Ops 3 hat es schon Spaß gemacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man als Streamer die Maps einen Monat später spielt, ist es einfach schon out. Ja. Das ist schon ausgelutscht, weil keine Zombie, mehr sehen, nichts mehr Besonderes. Genau. Zombie, auch Zombie die Multiplayer-Maps. Ich meine, die will man einfach früher spielen. Ja, aber auf jeden Fall, es ist halt doch, bei BO3 ist es schon belastend. Aber die Exklusivtitel sind ja nicht nur Call of Duty, sondern zum Beispiel bei Xbox ist es ja Forza Horizon oder Forza allgemein. Was ich allerdings sagen muss, der Exklusivtitel ist für mich auch gar nicht mehr so exklusiv, weil ich meine, durch Microsoft Any SharePlay oder AnyPlay, wie sie es nennt, kann ich es am PC auch spielen. PC hat fast das jeder. Das ist aber wirklich auch geil gemacht, muss ich ist sagen. Ist geil gemacht, ja. Aber so kann halt auch eine Xbox, also jemand wie ich, der keine Xbox hat, der spielt theoretisch spielen, der kann es kaufen und spielen. Also ist das für mich fast gar kein Exklusivtitel mehr. Dennoch kauft er sich keine PS4. Weil es das Spiel auf der PS4 nicht gibt. Die Konkurrenz. Ja, okay. Ja. Ne? Ist einfach so. Weil Microsoft hat PC und Xbox, deswegen ist Konkurrenz Sony ausgeschlossen von Forza. Was und haben wir denn bei Sony für Exklusivtitel? Forza ist bei Xbox, also Microsoft, und bei PlayStation wäre es dann eben Gran Turismo. Ja. Gran Turismo muss ich aber ehrlich sagen, selbst wenn ich jetzt PS4-Spieler wäre, würde ich auf Forza neidisch sein. Ja, ich habe, was ich so gesehen habe, ist schon geil. Wir haben jetzt beide auch lange schon drüber geredet, ist eigentlich von unserer Meinung aus lächerlich, weil wir sind da alle Zocker. Bloß weil er Xbox spielt, ist gleich die Xbox scheiße und PS4 und wir mögen uns nicht, sondern, und das merkt man ja auch im Stream-Chat immer, dass da richtig geraged wird, Gaystation oder... Die Leute kommen auch immer direkt in den Stream rein und fragen dann so, PS4 oder Xbox? Ja. Direkt, meistens okay, wenn sie mitspielen wollen, ja. Aber ich hatte auch schon oft den Fall, dann habe ich gesagt, hey Digga, ich spiele gerade auf Xbox. Dann kam er gleich so, Xbox, ich gehe wieder und war wieder weg. Instant einfach weg, bloß weil ich Xbox spiele. Und das finde ich halt dann schon ein bisschen minderwertig. Jämmerlich. Ja. Jämmerlich einfach. Ist jämmerlich. Aber okay, es gibt wirklich Leute, die haten einfach Xbox, muss man so akzeptieren. Es gibt Leute, die haten PS4. Aber ich verstehe nicht, warum der Hate da ist. Klar, ich muss sagen, die PlayStation hat jetzt schon Vorteile wegen den 60 FPS. Und meiner Meinung nach, ich spiele auch auf der PS4. Sind bei BO3 jetzt zum Beispiel, das kann ich jetzt sagen, finde ich dort, die Farben sind schöner. Also wir machen jetzt wirklich das Hauptthema, warum bin ich Xbox-Spieler? Genau. Warum bin ich geblieben bis jetzt? Es geht darum, ich habe mit 360 angefangen, klar, dann kam die Xbox One raus, war für mich schon selbstverständlich, dass ich die vorbestelle. Und ich finde einfach, also ich habe damals PlayStation 2 gespielt, also ich bin von PlayStation 2 auf PC zu Xbox. Und ich finde einfach den Controller angenehm zum Zocken, muss ich ehrlich sagen. Also der Controller ist für mich der Hauptgrund, warum ich Xbox spiele.
Ich spiele auf PS4 mit Xbox-Controller, mit dem Kronos Max extra, weil ich finde den PS4-Controller oder PlayStation-Controller allgemein etwas unbequem für mich jetzt. Ist halt auch Gewöhnungssache wahrscheinlich. Und ich finde, die Xbox ist einfach für mich benutzerfreundlich aufgebaut. Ich zum Beispiel bin jetzt auch auf PlayStation aufgewachsen. Also, aufgewachsen darf man gar nicht sagen, aber ich habe jetzt an der PlayStation und ich kenne mich ja auch damit dann so aus, weil das halt so viel zockt. Und ja, für mich ist halt auch der PlayStation-Controller der, weil den habe ich halt, weil damit habe ich angefangen die zu zocken und ich glaube, das ist alles eine Gewohnheitssache. Einstellungssache. PS4 zocke ich ja in letzter Zeit öfters, einfach weil Philipp auch die PS4 hat und mit einer Freundin, die auch schon im Stream dabei war, die Jasmine, werdet vielleicht der ein oder andere wird sie schon kennen, zockt ja auch PS4 und dann zocken wir einfach mal gerne eine Runde zusammen. Aber ich bin auch ehrlich, mir macht, no hate jetzt, aber mir macht es auf der PS4 zurzeit auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Nicht jetzt, weil die PS4 geil ist oder so, sondern einfach nur, weil ich mich mit den Leuten da besser verstehe. Auf der Xbox habe ich jetzt nicht so die festen Leute mehr. Also die ganzen Leute sind jetzt irgendwie, die zocken nicht mehr so aktiv wie früher. Und das finde ich natürlich jetzt auch scheiße, deswegen spiele ich jetzt auch mehr PS4 in letzter Zeit. Ich habe eine Konsole bestellt aus dem Grund, ich weiß, darauf läuft es. Hm. Egal, zu 99%, egal was ist, ja, auf dieser Konsole läuft es. Und es liegt einfach daran, dass es zwei Konstellationen gibt, Hardware-Konstellationen, auf die Hersteller achten müssen. Und wenn du ein PC-Spiel hast, kann es Millionen verschiedene PC-Zusammenstellungen geben, von Prozessor, Grafiker, der Arbeitsspeicher, Festplatte, ist ja egal. Warum habe ich mir damals die PS4 geholt? Das war eigentlich ganz einfach. Für mich, ich kannte keinen, der eine Xbox hatte. Echt gar keinen? Gar keinen. Keiner in meinem Freundeskreis hatte eine Xbox, sie hatten alle PS3 und das, wenn mich auch jemand fragt, was soll ich mir für eine Konsole holen, oder zum Beispiel jetzt im Stream von ihm fragt das und antworte ich auch, hol dir das, wo deine meisten und besten Kollegen drauf zocken. Ja, natürlich, ist ja logisch. Ja, und da es noch kein Crossplay gibt, war es halt für mich damals eben die PlayStation. Das ist ein logischer Kaufgrund, ja. Und warum solltest du dir was kaufen, was keine Ahnung so? Eben, ja, wenn ich dann mit meinen Kollegen abends sich zusammen zocken kann, ist es ja auch sinnlos. Ja, also bei dir, warum hast du dir damals die 360 gekauft direkt? Ehrlich gesagt, weil es ein Kumpel gekauft hat. Siehst du, ne? Ja. Also wir waren beide, muss ich ehrlich sagen, haben damals PC gespielt, wir waren in Crossfire verliebt, haben uns durch Crossfire kennengelernt. Grüße gehen raus, Sebi. Der Fresh Melon. Wir haben dann zusammen in Crossfire haben einen Clan aufgemacht, dann haben wir nebenbei noch ein bisschen Black Ops 1 gespielt. Wir waren zu dritt, ich, Felix und der Sebi, wir haben uns einen eigenen Black Ops 3 Server für das ganze Jahr gemietet. Der kam, glaube ich, 150 Euro damals. Geht ja. Ja, für das ganze Jahr war easy. Mhm. Und dann haben wir immer darauf gespielt und gesuchtet und wir haben uns einfach so super verstanden. Dann hat irgendwann Sebi gesagt, hey du, ich habe keinen Bock mehr so auf PC, mir taugt das nicht mehr so, ich kaufe mir die 360. Dann hatte er zwei Wochen lang die 360, war kaum noch am PC online. Natürlich war ich in dem Moment traurig, weil wir einfach Zocker-Bros waren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hey geil, Saturn hat 150 Euro die 360 gerade im Angebot. Das waren noch Preise. Ja, also die hat, ist wie jetzt die One so im Auslaufmodell gewesen. War noch ein Jahr bevor der One-Release von mir war. Und dann habe ich mir die 360 gekauft. Und dann kurz darauf ist auch Black Ops 3 rausgekommen, Black Ops 2. Und haben das auch hart gesuchtet dann auf der 360. Ich habe mich einfach in die Konsole verliebt und haben das, wie gesagt, geschwitzt des Todes. Und irgendwann kam dann raus, so ja, Xbox One Release ist bald und dann haben wir uns gleich die Xbox One natürlich vorbestellt. Also es war ganz normal dann für uns. Und wir haben auch viele Leute kennengelernt auf der 360, die aber sich am Anfang gar keine One gegönnt haben. Und natürlich ist der Kontakt zu denen auch wirklich abgebrochen. Das war, glaube ich, auch so das Problem, so holt man sich jetzt eine One, bringt es, aber es war ja klar, dass sich die... Wenn man sich leisten konnte, hat man sich die geholt. Eben hat er auch 500 Euro. 500 Euro, ja. 500 Euro mit 500 GB, aber das Kinect war dazu. Eben, das muss man sagen, das war halt damals so der Streitpunkt quasi von vielen. PS4 ist ein 100er billiger, auch wenn jetzt da kein Kinect oder keine Kamera dabei war. Das war der krasse Streit, das weiß ich noch. Aber das hat auch lange gedauert, bis das Microsoft eingesehen hat, dass es da so ein bisschen der Hund begraben liegt. Beide Konsolen haben Vorteile, beide Konsolen haben Nachteile. Im Endeffekt liegt es immer daran, wo zocken die meisten Kollegen von euch drauf und dann holt ihr eine Community. Ganz bloß weil jetzt ein Streamer irgendwie sagt, boah, die PS4 ist sogar zum Beispiel Monte, PS4 ist krass, oder der Elotrix, wie er früher drauf war, Xbox ist das Beste. Mhm. Bloß jetzt wegen solchen Leuten sich eine Xbox oder eine PS4 zu kaufen, finde ich auch übertrieben. Klar, man kann sich überreden lassen.
Man kann sich überlegen lassen, aber nur, wenn du wirklich auch sagst, hey... Von selber Überzeugung dann. Du sollst nicht die Konsole kaufen und zwei Wochen später sagen, eigentlich war das dumm. Vor allem, das stimmt, das fällt mir gerade ein. Also ich habe damals ja die Xbox One mir geholt, habe dann auch Ghost drauf gehabt, habe einen großen Plan gehabt. Also in meinen Augen einen großen Plan. Wir waren, glaube ich, sogar wirklich 40 Leute auf Rush Team, hieß es damals schon. Auf Rush Team. Und wir haben auch wirklich 20, 25 Leute gehabt, die sich Afresh, also in Afresh irgendwas mit der Frucht umgenannt haben. Und das war die geilste Zeit, die ich je hatte in Ghost. Deswegen feiere ich Ghost auch so hart. Der Clan war richtig krank unterwegs. Wir haben wirklich alles zerstört. Wir waren in der Diamant-Division. Wir hatten die besten Ausrüstungen, also wirklich heftig zerstört. Und nach der Zeit nach Ghosts hat sich das Ganze ein bisschen aufgelöst in Advanced Warfare. Ja, Advanced Warfare. Ja, dann in der Zeit haben sich auch dann so viele gesagt, ich mag die Xbox gar nicht mehr so. Und dann haben sich die Leute die Xbox verkauft, auch wirklich, also gute Leute aus meinem Clan. Und haben sich dann die PS4 geholt. War ich natürlich übertraurig, weil ich sehr gerne mit denen gezockt habe. Der ganze Clan war so wie meine Familie, also wirklich, wir waren eine Einheit, muss man ehrlich sagen. Einer hat geschrieben, alle waren online. Und das hat mir einfach schon getaugt damals. Und dann waren eben viele weg wegen der PS4. Nach einer kurzen Zeit kamen die Leute aber wieder zurück und haben gesagt, hey, ich habe mir doch wieder eine Xbox One gekauft. Dann dachte ich mir, Digga, was ist? Warum? Warum verkauft man dann die Xbox One, wenn man mit der PS4 nach zwei Wochen nicht mehr zufrieden ist? Da muss man sich doch irgendwo schon vorher mal Gedanken gemacht haben. Und das ganz Krasse ist, zwei Leute davon haben die Xbox wieder verkauft und sich wieder die PS4 geholt. Also wirklich, wirklich, also ist keine nicht erfunden oder so. Das ist wirklich eine wahre Geschichte und die Leute sind aber jetzt auf PS4 geblieben. Ein Schlawiner davon hat sich den auf Fresh Mango Account genommen. Er hat einen erstellt, hat ihn auf Fresh Mango genannt. Deswegen konnte ich mich auch nicht mehr auf Fresh Mango nennen. Wollen wir mal beide die Nummer, unsere Meinung sagen? Hm? Fick dich. Thumbnail incoming. Auf jeden Fall, ich habe ihn auch bis jetzt nicht erreichen können. Ich glaube, ich kenne noch einen, das fällt mir gerade ein, den könnte ich anschreiben, dass der den anschreiben soll oder mir die Nummer mal geben soll, dass ich den Account mal wieder bekomme, weil das pisst mich schon an, ja, muss ich ehrlich sagen. Also das, ja, ist einfach mein Name. Und den hat er sich vor 3 Jahren oder so erstellt. Also da waren wir noch auf Ghosts unterwegs. Und da hat er schon gesagt, hey, ich nehme den Namen. Und damals habe ich nicht gedacht, dass ich Stream und YouTube mache, bin ich ehrlich. Und dass er nie den PS4 haben wird. Ja, und dass ich... Und ich habe damals auch gedacht, ich werde nie, in Anführungsstrichen, so erfolgreich damit. Aber gut, jetzt mal das wieder auf die Seite. Ich bin eigentlich mit beiden Konsolen zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mit meiner zufrieden. Ja. Und die Wii U top natürlich alles. Ich hatte es gerade ein bisschen geschockt, dass du gesagt hast, du willst dir eine Xbox zulegen. Wieso? Das hätte ich nie gedacht. Ich weiß, es ist halt so, weißt du, wenn der Kostenfaktor nicht da wäre, der schon krass ist. Videos geht gleich aus. Also 8, 7, 6, 5, 4, gleich ist was 3, 2, 1, 0. Wir haben runtergezählt extra noch. Das ist das Ende von dem Video. 3, GoPro. 2, 1, GoPro. 5. Hallo Leute, wir sind nochmal da. Aus einer anderen Sicht. Und mit einem anderen Mikrofon. Wisst ihr, was passiert ist? Ja, das Mikrofon geht auch nicht mehr. Aber wisst ihr, was passiert ist? Wir haben gerade runtergezählt. Das habt ihr live mitbekommen. Und wisst ihr, was passiert ist? Speicherkarte voll. Wir haben uns gedacht, was ist das? Was geht da für eine Zahl? Die Zahl hier unten, die meinen wir. Die ist jetzt auf 0. Ja. Und da haben wir gedacht, was ist denn das? Was ist das, haben wir gedacht? Und, wie sieht die Tischkante? So. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, was ist das für eine Scheiße? Ja. Und jetzt ist Speicherkarte voll. Okay. Ich würde einfach mal sagen, wir belassen es dabei. Jetzt ist die Kamera auch noch aus. Jawohl. Konsolenkrieg ist scheiße. Kein Konsolenkrieg, ja. Leute. Creek. Was habe ich halt mit dem Englischen? Also kein Konsolenkrieg. Konsolenkrieg ist scheiße, ist total dumm, meiner Meinung nach. Und ja, also wie gesagt, ich bin PS4-Spieler, ich bin Xbox-Spieler, mir gefallen beide Konsolen. Ich finde wirklich das einzige Schöne an der Schönere an der PS4 gegenüber der Xbox sind die Farben und die FPS. Bisschen bessere Leistung, ja, halt. Was mich aber anpisst, nochmal dazu, was mich anpisst an der PS4, ist die Serverstabilität und dass man... Ja, aber in letzter Zeit schon wirklich viel scheiße. Also, letztes Mal habe ich im Stream gesagt, die sind sehr oft down. Klar kam dann wieder gleich einer, die sind nie down und nur ab und zu.
Aber man, zwei Wochen hintereinander. Wenn man wirklich ehrlich ist, die Xbox-Server laufen einfach besser. Das ist einfach für mich auch so, wo ich sage, okay, Xbox ist in dem Grund besser, aber sonst juckt es mich gar nicht. Mich juckt es nicht. Xbox-Server waren auch schon mal down, aber wirklich nur, wenn wieder dieser Hackerangriff war. So. Also Leute, haut rein, macht keinen Scheiß. Dankeschön. Wie gesagt, kein Konsolenkrieg. Haut rein und kauft euch das, was ihr wollt. Ciao. Wir sind raus.